Endlich Festwoche. Die Allgäuer Festwoche 2012 ist wieder einmal eines der herausragenden Ereignisse für die Region. Das zeigen allein schon die Zahlen vom Vorjahr. Dort wurden über 185.000 Besucher pro Tag gezählt. Für dieses Jahr peilen die Organisatoren wieder ein ähnliches Ergebnis an. Wir waren auch 2011 wieder unter den Top 10 der Verbrauchermessen in Deutschland. Da sind wir wirklich auch sehr stolz darauf, denn ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass eine Verbrauchermesse noch sehr gut läuft, wie die Allgäuer Festwoche das der Fall ist. Und das gelingt auch wirklich nur, wenn wir hier sehr gut zusammenarbeiten mit den Ausstellern, mit den ganzen Beteiligten. Also ich denke, das ist der Erfolgsgarant für die Allgäuer Festwoche. Im Freigelände und insgesamt 17 Hallen zeigen vor allem regionale Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Traditionell sind dabei Handwerk und Landwirtschaft stark vertreten. Außerdem dabei Anbieter von Kultur, Tourismus und Haushaltsgeräten. Diese Mischung ist einer der Gründe für den Publikumserfolg der Messe und wirkt sich damit auch auf die Umsätze der Aussteller aus. Wir haben vor 2 Jahren mal so eine Umfrage gemacht, wie viele Umsätze denn hier gemacht werden auf der Allgäuer Festwoche. Und das Ergebnis dieser Befragung war eben, dass jeder Besucher im Schnitt 162 Euro auf der Allgäuer Festwoche ausgibt. Also wenn man das hochrechnet, ist das doch wirklich ein beträchtlicher Umsatz, der hier zusammenkommt. Und von daher hat die Allgäuer Festwoche, was die Umsätze anbelangt, was die Arbeitsplätze anbelangt, sehr große Bedeutung. Dieses Jahr im Fokus natürlich Produkte rund um Energie und Energieeinsparung. Eine Neuheit präsentierte beispielsweise eine Wickensbacher Firma. Sie hat eine Möglichkeit entwickelt, Sonnenenergie in verdichteter Erde zu speichern. So können Heizung als auch Heißwasser umweltschonend und wetterunabhängig betrieben werden. Das Problem der Energiespeicherung sei ebenfalls gelöst, so die Entwickler. Wir haben natürlich das Thema Bauen und Sanieren als Schwerpunkt auf der Allgäuer Festwoche. Sehr beliebt bei den Besuchern ist auch immer so dieser Themenkomplex Nahrungsmittel, Kochen, Genuss. Küchenmöbel sind noch ein Schwerpunkt, den wir auch immer auf der Allgäuer Festwoche haben. Dieses Jahr haben wir wieder zahlreiche interessante Sonderschauen, wie zum Beispiel dieses Sanieren mit Grips, da geht es um Energie. Wir haben ein sehr attraktives Handwerkerzelt, dieses Jahr von der Bäckerinnung. Typisch für die Messe ist diese Kombination von Ausstellern. Auf der linken Seite gibt es traditionelles Keramikhandwerk, direkt gegenüber Informationen zur Elektromobilität. Hier im westlichen Teil ist ja das Ziel, so diese Region Allgäu zu präsentieren mit regionalen Produkten, mit dem Milchzelt, mit dem Amt für Landwirtschaft. Und es soll eben hier zu einem Zentrum für die Region Allgäu werden. Am Stand des Wasserwirtschaftsamtes Kempten informieren Mitarbeiter die Besucher über Gewässerschutz und auch darüber, wie Renaturierung genau funktioniert. Auf rund 56.000 Quadratmetern zeigen sich 400 Aussteller. Um alles sehen zu können, sind da weite Wege vorprogrammiert. Gut, wer das Richtige zur Erholung parat hat. Endlich Festwoche!